Kyoto blüht Sakura-Bäume schon. Sakura sind Käsebäume oder Sakura no Ki. Und ich werde dich jetzt an 5 Orte mitnehmen, wo wir letztes Jahr in Japan die Käseblüten geniessen konnten. Es war mega ein kalter Frühling. Darum sind die Blüten wirklich extrem lang. Über die ganze Reise durch haben wir die bewundern und Fotos machen. Und da werde ich dir jetzt zeigen, wo wir überall waren. Im Park Shinjuku-Gyoen heisst der wunderschöne Park in Tokio. Er ist riesig. Und da siehst du, da hat es langsam angefangen. Der Baum ist da schon in voller Blüte. Hinten hat es einen, der noch gar nicht am Blühen ist. Das geht dann so über 2 Wochen, wenn es nicht regnet. Und wenn es ein bisschen kalt ist, sogar zum Teil noch ein bisschen länger. Da sind die Leute am Fotos machen von den Käseblüten. Es ist wirklich ein Highlight. Du siehst da die Menschenmasse im Park. Die einen haben Masken an, weil sie Heuschnuppen haben. Und alle machen die Fotos von den Bäumen. Ich habe dir im Text geschrieben von den blauen Plastikplanen und alle sind am Picknick machen. Da siehst du die blauen Plastikplanen. Natürlich hat es auch grüne oder schöne Picknickdecken. Und wenn du jetzt genau schaust, die Schuhe stehen wirklich neben den Blachen und nicht drauf. Da die Kinder schletzen es an. Und das gefällt mir mega schön. Das Bild mit dem Tischli sind sie da am Essen und die Schuhe beschweren noch die Blachen ein bisschen beschweren. Aber die zwei lassen sich das sehr gut gehen. Das ist immer noch im Shinjuku-Gyoen. Und die verschiedenen Typen von Blütenfarben siehst du auch. Dann das Tokio am Fluss. Meguro-Gawa. Gawa-Kawa heisst Fluss. Und Meguro-Gawa ist der Meguro-Fluss. Da siehst du die wunderschönen Laternen. Und es spiegelt sich im Fluss. Das ist jetzt halt das Handyfoto. Das ist mit der grossen Kamera. Also es war extrem schön, dort einen Abend zu verbringen. Und unter diesen Blütenbäumen durchflanieren. Da steht Döneru Kebabu hinten drauf, auf der roten Fahne. Und Kebab ist dann wirklich so eine mega seltene, super Spezialität. Ein Selfie von uns. Da waren wir zu viert unterwegs, noch mit dem Tokyo-Götti. Und dann gleich auf Kyoto gereist. Und in Kyoto gibt es ja Tempel, Schrein und Sehenswürdigkeiten en masse. Wir haben uns den Kiyomizu-dera ausgewählt. Das ist ein schöner Tempel oben an Kyoto und man kann so auf die Stadt schauen. Und mit den Käsebäumen zusammen ist es einfach überall schön. Das ist noch eins, wo wir angefahren sind. Du siehst wirklich so viele Bäume, sind Käsebäume und blühend. Und auch ganz simple Orte wie jetzt hier, einfach hier am Flussufer entlang, sehen gerade viel schöner aus, wenn es blühende Käsebäume dran hat. Der Tempel ist ein super Fotosujet und wenn man dann noch Käseblüten dazu kombiniert, dann wird es dann so richtig kitschig. Und auf dem Land, die Kyushu, haben wir an dieser wunderschönen Allee, ich weiß auch nicht, ob man Allee sagt, wenn es einen Fluss in der Mitte hat, da haben wir wirklich können, 3/4 Stunde einfach Käsebaum, Käsebaum, Käsebaum am Fluss nachlaufen. Es ist immer dunkel geworden, gut, das ist jetzt mit einem Handyfilter. So schön kitschig. Und dann sind da die Lämpchen, die sie aufgehängt haben, haben immer mehr geleuchtet. Das war wirklich der Hammer. Und wir haben gedacht, wir verpassen es im Süden unten, weil wir es eben zu Kyoto und zu Tokio schon so schön gesehen haben. Und weil es so kalt war, haben wir es da auch noch so schön gesehen. Und auf einer Insel kannst du auch wirklich super schöne Käseblüten schauen, je nachdem, wann du wo bist. Da siehst du schon, dass die Blüten etwas runtergefallen sind. Das ist das Miyajima und dann sind wir auch noch auf Sensuijima. Da waren die Bäume oder die Blüten dann schon etwas verzuselt. Da sieht es zwar noch schön aus, von nahem sieht man dann, dass schon viel runtergefallen sind oder weil es mal geregnet hat, dazwischen nicht mehr so. Tadellos, aber es war immer noch mega schön gewesen, zum Schauen. Und da sieht man, wie dann die Blütenblättchen runtergefallen. Das ist so die Wehmut, jetzt ist es schon wieder vorbei, bis nächstes Jahr müssen wir warten. Und wenn man ein bisschen tiefe Schärfe reingibt, dann kann man immer noch so tun, wie wenn es hinten dran im Vollblust würden sein. Aber eben, die Blätter kommen da schon mega führen. Und da sieht man dann auch, dass jetzt die Saison langsam durch ist. Wenn du jemals die Chance hast, bei Käseblüten zu Japan zu sein, es ist die aller schönste Zeit neben dem Herbst. Aber Käseblüten ist also schon wahnsinnig romantisch.
Und wenn du noch mehr willst von Japan hören, mehr willst zu deiner Reise oder Reisevorbereitung erfahren oder willst Japanisch lernen online, dann komm auf roniasakata.com. Dort hat es ganz viele Sachen für dich zum Entdecken, zum Lesen, zum Videos schauen. Und ich freue mich, dich dann in meinem Japan-Universum zu sehen. Matane!